Ich habe mir gedacht, diese Veranstaltung hat ja ein sehr schönes Plakat. Wir haben hier Staat zeigt in die Richtung, Kirche zeigt in die andere Richtung. Bei der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit hätte ich natürlich gedacht, dass das hier gelb ist. Aber sei es drum, es ist halt rot, das Plakat. Möglicherweise, und das wird das Spannende sein, ob wir zum Schluss der Veranstaltung heute am Nachmittag vielleicht doch eins der Schilder umdrehen können. Vielleicht ist es doch möglich, dass die Schilder in eine Richtung zeigen. Ich meine, wenn man das Schild Kirche umdreht, kann man es natürlich nicht mehr lesen, wenn es in dieselbe Richtung dann zeigt. Also wir werden sehen, wie das ausgeht. Ja, Professor Mollock hat es schon erwähnt, hochkarätige Referenten, und ich bitte schon zu Anfang um Absolution, dass ich deren wissenschaftliche Meriten hier nicht wirklich alle aufzähle. Denn dann könnte vielleicht der ein oder andere doch ins Grübeln kommen und sich fragen, bei den vielen Büchern, die geschrieben werden, wann erfüllt er eigentlich seinen Lehrauftrag gegenüber seinen Studenten? Das wollen wir aber dann nicht vertiefen. Ja, als erster Referent auf unserer Liste steht Heinrich de Wall. Es ist immer wieder interessant, wie manche Rechtswissenschaftler zum Staatskirchenrecht kommt, wenn man sich das mal anschaut. Bei Heinrich de Wall war es zunächst, wie viele hier unter uns, ein normales Jurastudium in Göttingen und Erlangen-Nürnberg. Dann folgte die Promotion nach dem zweiten die Promotion und Habilitation. Bei der Habilitation habe ich mich gefragt, die den Titel hatte, zur Anwendung privatrechtlicher Vorschriften im Verwaltungsrecht. Was hat das zunächst mal mit Staatskirchenrecht zu tun? Aber werden wir gleich sehen. Diese Habilitation erfolgte auch an der Universität Erlangen-Nürnberg. Dann nach einer Professur an der Uni Halle-Wittenberg folgte dann 2001 der Ruf an seine alte Alma Mater, nämlich die Universität Erlangen-Nürnberg dort. Und zwar dort dann auf den Lehrstuhl für Kirchenrecht, Staats- und Verwaltungsrecht. Zugleich wurde er Leiter des Hans-Liermann-Instituts für Kirchenrecht an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg. Und seine Interessen liegen auf den Gebieten des Staatskirchenrechts, des evangelischen Kirchenrechts, der Geschichte der Staatslehre und dem allgemeinen Verwaltungsrecht. Diese Bandbreite ist es wohl, die es Professor de Wall ermöglichte, im Wintersemester 2012/2013 auch zwei Vorlesungen anzubieten, nämlich zum Kirchenrecht auf der einen und zum Baurecht auf der anderen Seite. Sein Thema aber ist heute, wie gesagt, nicht das Baurecht, keine Angst, sondern wie weit geht die Trennung von Staat und Kirche, das Staatskirchenrecht der Bundesrepublik Deutschland. Andere seiner Kollegen haben da ganz dicke Bände schon drüber geschrieben. Er wird es uns in 40 bis 45 Minuten näher bringen. Herr Professor Wall, Sie sind am Zuge. Einer, der Ihnen mal kurz das Wasser reichen kann. Das ist ja sonst nicht so. Herzlichen Dank. Funktioniert das? Ja. Jawohl. Herzlichen Dank für die freundliche Einführung in der Anschauung von Anfängern. Passt Baurecht und Kirchenrecht irrtümlicherweise manchmal ganz gut zusammen. Als ich das erste Mal Kirchenrecht in Halle las, waren einige Studenten darunter, die dachten, das sei spezielles Baurecht bezogen auf Kirchengebäude. Das ist es nicht. Wie auch immer. Das mir gestellte Thema, wie weit geht die Trennung von Staat und Kirche, dient im heutigen Verfassungsdialog dazu, einen Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen für unser Generalthema zu verschaffen. Natürlich ist es nicht Aufgabe eines Vortragenden, Kritik an der ihm vorgegebenen Themenformulierung zu üben. Ich mache es trotzdem, indem ich auf eines aufmerksam mache. Mit der Frage, wie weit die Trennung von Staat und Kirche gehe, mit dem Gebot der Trennung von Staat und Kirche, also wird ein Element des Staatskirchenrechts in den Vordergrund gerückt, das in der Fachdiskussion der letzten Jahre und Jahrzehnte keine tragende Rolle gespielt hat. In der jüngeren Vergangenheit ist vielmehr ein ganz anderes zentrales Merkmal des Staatskirchenrechts in den Mittelpunkt gerückt, in der wissenschaftlichen Diskussion. Ein Merkmal, das für eine Stiftung im Umfeld des politischen Liberalismus
die den Namen eines der maßgeblich an der Entstehung unseres Staatskirchenrechts Beteiligten, des evangelischen Pfarrers Friedrich Naumann, trägt, zumindest ebenso nahe liegt wie das Trennungsprinzip, nämlich die Religionsfreiheit. Herr Morlock hat darauf ja schon verwiesen. Dabei wird auf einer abstrakteren Ebene insbesondere darüber diskutiert, inwieweit das Staatskirchenrecht und seine einzelnen Institutionen durch das Grundrecht der Religionsfreiheit geprägt werden und dessen Konkretisierungen sind. Eine solche Anschauungsweise wird von Skeptikern dieser namentlich vom Bundesverfassungsgericht vorangetriebenen Sichtweise auch als Vergrundrechtlichung bezeichnet. Das ist eine Bezeichnung, mit der ich mich meinerseits durchaus anfreunden kann, allerdings nicht aus Gegnerschaft zum Bundesverfassungsgericht, sondern als dessen entschiedener Befürworter. Im Zusammenhang mit der Diskussion um die Frage, ob nicht die Religionsfreiheit die inhaltliche Mitte des Staatskirchenrechts ist, im Zusammenhang mit dieser Diskussion also ist auch die Frage aufgeworfen worden, ob die Bezeichnung unseres Rechtsgebiets als Staatskirchenrecht obsolet oder ob es nicht vielmehr Religionsverfassungsrecht genannt werden muss. Das dringt immer weiter vor. Auf der konkreten Ebene der praktischen Probleme wird weniger über die Frage diskutiert, ob einzelne Elemente der Religionsverfassung den Grundsatz der Trennung von Staat und Kirche infrage stellen. Vielmehr geht es in jüngerer Zeit um die Integration anderer Religionen und Religionsgemeinschaften in das Gefüge der religionsverfassungsrechtlichen Garantien. Zum anderen wird diskutiert über die konkrete Reichweite des Selbstbestimmungsrechts der Religionsgemeinschaften, über die Grenzen der religiösen Betätigung in einem weiteren Sinne und über den Stellenwert der Religion in der Öffentlichkeit. Für diese Themenbereiche stehen als Beispiele, die auch schon genannt wurden, das kirchliche Arbeitsrecht, das Tragen von Kopftüchern, die Einrichtung von Religionsunterricht oder islamisch-theologischer Fakultäten. Dass die Trennung von Staat und Kirche nicht im Vordergrund der Fachdiskussion steht, sondern die Religionsfreiheit, ihre Ausprägungen und ihre Grenzen, das ist auf verschiedene Entwicklungen zurückzuführen. Zum einen ist in den vergangenen Jahrzehnten insgesamt ein erheblicher Bedeutungszuwachs der Grundrechte zu beobachten. Nicht nur im Bereich der Religionsverfassung, sondern auch für das Bildungswesen oder für die Medien, für Beruf und Arbeit oder im Hinblick auf die Eigentumsordnung haben wir es mit einer immer weitergehenden Prägung der Rechtsordnung durch die Grundrechte und durch die dazu ergangene Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und zunehmend auch des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu tun. Gerade gestern haben wir ein weiteres Beispiel erfahren, der Gleichheitssatz, das einfache Recht, determiniert und abrogiert. Zum Zweiten ist die Trennung von Staat und Kirche seit nunmehr beinahe 95 Jahren geltendes Recht. Das große Thema, zwei früher miteinander verflochtene Institutionen, nämlich Staat und Kirche, zu trennen, dass diese zu trennen gewesen sind, dieses Thema ist im Laufe der Entwicklung in den Hintergrund gerückt, weil diese Trennung der Institutionen mittlerweile zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Und schließlich ist die religiöse Pluralisierung Grund dafür, dass weniger die Trennung der beiden Größen Staat und Kirche im Vordergrund steht, als vielmehr die Teilnahme einer größeren Vielzahl von Vereinigungen am Religionsverfassungsrecht. Dennoch ist selbstverständlich die Trennung von Staat und Kirche nicht obsolet. Artikel 137 Absatz 1 der Weimarer Reichsverfassung über Artikel 140 des Grundgesetzes geltendes Verfassungsrecht spricht zwar nicht ausdrücklich von der Trennung von Staat und Kirche, statuiert aber in erhabener Kürze, es besteht keine Staatskirche. Das ist auch für das Verständnis der Religionsfreiheit nicht ohne Bedeutung. Ich komme darauf zurück. Heutzutage ist es auch nicht nur verfassungsrechtlich untersagt durch den genannten Artikel, sondern wird auch von niemandem politisch befürwortet, zum landesherrlichen Kirchenregiment oder anderen Formen des Staatskirchentums zurückzukehren. Der Bezug zwischen Trennungsprinzip und Religionsfreiheit wird im Gefüge der Verfassungsbestimmungen in Artikel 137 der Weimarer Reichsverfassung selbst deutlich. Dessen Absatz 3, das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften, ist zugleich Konsequenz und Voraussetzung der Trennung von Staat und Kirche, die in Absatz 1 angeordnet wird. Das Trennungsprinzip ist nicht denkbar, ohne dass die Religionsgemeinschaften selbst über ihre Angelegenheiten entscheiden.
dass die Religionsgemeinschaften selbst über ihre Angelegenheiten bestimmen und nicht der Staat, ist nichts anderes als die unmittelbare Folge, wenn nicht sogar der eigentliche Inhalt des Trennungsgrundsatzes. Gleichzeitig ist Artikel 137 Absatz 3, die Selbstbestimmung, also auch ein Ausdruck und eine Verlängerung der Religionsfreiheit der Religionsgemeinschaften. Die Angelegenheiten, über die die Religionsgemeinschaften selbst bestimmen, sind ja zunächst und in erster Linie Gegenstände ihrer Freiheit, sich religiös zu betätigen. Das Selbstbestimmungsrecht ist Verlängerung der Religionsfreiheit und Konsequenz des Trennungsgrundsatzes. Beides hängt also eng miteinander zusammen. Indes ist der Begriff der Trennung von Staat und Kirche bzw. Staat und Religionsgemeinschaften nicht einfach zu bestimmen. Was besagt eigentlich die Aussage des Grundgesetzes, dass keine Staatskirche bestehe? Das Bundesverfassungsgericht spricht insofern davon, dass Artikel 137 Absatz 1 der Weimarer Reichsverfassung staatskirchlichen Formen entgegenstehe. Damit ist nicht viel gewonnen. Was staatskirchliche Formen sind, was Staatskirchen kennzeichnet, ist vor dem Hintergrund zahlreicher unterschiedlicher Staatskirchensysteme mit ganz unterschiedlichen Einwirkungsmöglichkeiten der jeweiligen Staaten auf die Kirchen in Europa nicht einfach zu beantworten. Andererseits, was bedeutet Trennung von Staat und Kirche? Dass Angelegenheiten von gegenseitigem Interesse bestehen, um die sich beide kümmern, sowohl Staat als auch Kirche, ist gerade in einem System, das auf der Freiheit der Religion, der Religionsgemeinschaften und der Bürger aufbaut, unvermeidlich. Denn zu dieser Freiheit gehört es grundsätzlich auch, sich um alle Angelegenheiten zu kümmern. Und zwar auch dann, wenn der Staat sich ebenfalls darum kümmert. Inwiefern die Aktivitäten der Religionsgemeinschaften beschränkt werden können, das ist eine Frage der Schranken der Religionsfreiheit. Trennung kann also nicht bedeuten, wie das in Artikel 50 Absatz 1 der Hessischen Verfassung ausgesprochen missverständlich formuliert ist, dass die staatlichen und kirchlichen Bereiche klar gegeneinander abgegrenzt werden, so die Hessische Verfassung. Der freiheitliche Staat geht davon aus, dass seine Bürger und ihre Vereinigungen, also auch die Religionsgemeinschaften, sich prima vista um alles kümmern und auch zu allem öffentlich Stellung nehmen dürfen. Die Freiheit ist grundsätzlich umfassend, beschränkt ist die Tätigkeit des Staates, der jeweils einen konkreten Rechtstitel für sein Tun benötigt. Vor diesem Hintergrund möchte ich im Folgenden zunächst einige kurze Ausführungen zur Religionsfreiheit als der inhaltlichen Mitte des Staatskirchenrechts machen und auch auf die religiöse Gleichheit, ein weiteres zentrales und ergänzendes Element der Religionsverfassung. Im Anschluss daran möchte ich solche Elemente des Staatskirchenrechts ansprechen, die unter dem Verdacht stehen, der Trennung von Staat und Kirche zuwiderzulaufen und dabei fragen, ob und inwiefern das tatsächlich der Fall ist oder ob diese Elemente nicht tatsächlich Ausdruck der Religionsfreiheit sind und dem Trennungsgrundsatz nicht zuwiderlaufen. Ich möchte dabei eingehen auf den konfessionellen Religionsunterricht, die theologischen Fakultäten, den Status der Kirchen als Körperschaften des öffentlichen Rechts, auf Kirchensteuer und Staatsleistungen, auf die Anstaltsseelsorge und auf die Staatskirchenverträge. Am Ende werden wir sehen, dass die Trennung von Staat und Kirche in dem Umfang, wie sie vor dem Hintergrund der Religionsfreiheit sinnvoll ist, in der Bundesrepublik Deutschland verwirklicht ist, wobei man über einige Details durchaus diskutieren kann. Zunächst also die Religionsfreiheit als Grundlage des Staatskirchenrechts. Nicht nur wegen ihrer Position am Beginn des Grundrechtsteils steht die in Artikel 4 Absätzen 1 und 2 Grundgesetz garantierte Religionsfreiheit an der ersten Stelle der Grundsätze des Religionsverfassungsrechts. Sie ist auch sein inhaltlicher Dreh- und Angelpunkt. Das hat das Bundesverfassungsgericht in zahlreichen grundlegenden Entscheidungen herausgearbeitet. Danach sind die durch Artikel 140 des Grundgesetzes in das Grundgesetz inkorporierten Bestimmungen der Weimarer Reichsverfassung, die unser Staatskirchenrecht ausmachen, systematisch als Ergänzung der Religionsfreiheit zu verstehen. Das Bundesverfassungsgericht versteht die Vorschriften der Weimarer Reichsverfassung so, als wenn sie sich unmittelbar an die Religionsfreiheit in Artikel 4 Absatz 1 und 2 Grundgesetz anschließen würden. Und da würden sie auch eigentlich hingehören.
Das ist auch deshalb sachgerecht, weil in der Weimarer Reichsverfassung die in Bezug genommenen Vorschriften genau diese Position hatten. In Artikel 135 der Weimarer Reichsverfassung war die Religionsfreiheit geregelt, die Artikel 136 bis 141, die durch Artikel 140 Grundgesetz in Bezug genommen werden, stehen direkt dahinter. Die Übergangsvorschrift des Artikel 140 Grundgesetz mit seiner Verweisung ist auf politische Konstellationen und Rahmenbedingungen bei der Entstehung des Grundgesetzes zurückzuführen, nicht auf sachliche Änderungen. Dass das auseinandergerissen ist, ist sozusagen historisch kontingent. Nicht geändert hat sich auch die Funktion der im Staatskirchenrecht enthaltenen Garantien, die gerade in der Entfaltung, Ergänzung, Erweiterung und Sicherung der Religionsfreiheit bestehen. Bei der Auslegung des Grundrechts der Religionsfreiheit in Artikel 4 Absatz 1 und 2 des Grundgesetzes steht sein Charakter als Freiheitsrecht im Vordergrund. Daher wird die Religionsfreiheit inhaltlich äußerst weit ausgelegt. Der religiös weltanschaulich neutrale, freiheitsgewährleistende Staat darf nicht durch eine enge Fassung des Begriffs der Religion oder der Religionsausübung einzelne Orientierungen von vornherein aus dem Freiheitsbereich ausgrenzen. Ebenso weit gefasst werden die Verhaltensweisen, die von der Religionsfreiheit geschützt werden. Nicht nur das Haben einer Religion bzw. Weltanschauung, das kann man gleichsetzen, nicht nur kultische Handlungen werden durch die Religionsfreiheit geschützt. Vielmehr garantiert sie dem Einzelnen, und ich zitiere das Bundesverfassungsgericht, sein gesamtes Verhalten an den Lehren seines Glaubens auszurichten und seiner inneren Glaubensüberzeugung gemäß zu handeln. Die Religionsfreiheit umfasst natürlich nicht nur das positive Haben und die Ausübung der Religion, sondern auch dessen Gegenteil, das heißt die Freiheit, keine Religion haben oder ausüben zu müssen. Das wird negative Religionsfreiheit ohne Wertung genannt. Auch diese weite Auslegung der umfassten Verhaltensweisen dient der Religionsfreiheit. Der Staat soll und kann nicht die Religion auf einen eng gefassten Katalog kultischer Handlungen reduzieren, sondern muss dem religiösen und weltanschaulichen Verständnis des Menschen und der Gruppen zugrunde liegen, deren Freiheit geschützt werden soll. Das ist im Übrigen im Rahmen der Grundrechte nichts ungewöhnlich und gilt genauso für Wissenschaft, wo wir auch einen weiten Begriff zugrunde legen, oder für die Kunst, für die das Gleiche gilt. Wie die anderen Grundrechte des Grundgesetzes dient auch die Religionsfreiheit in erster Linie dem Schutz des Bürgers vor staatlichen Eingriffen, der Abwehr von Freiheitsbeeinträchtigungen durch den Staat. Die Freiheitsrechte vermitteln dagegen grundsätzlich keine Rechte auf staatliche Leistungen und regeln auch das Verhältnis der Bürger untereinander nicht. Das Verhältnis der katholischen Kirche und ihrer Hierarchie zum einzelnen Katholiken ist nicht Gegenstand der Grundrechte des Grundgesetzes. Jedenfalls in erster Linie. Es gibt dann Einwirkungen, aber es ist zunächst einmal, könnte ein Katholik nicht mit der Begründung Verfassungsbeschwerde erheben, dass sein Bischof dieses oder jenes gesagt hat, was ihm nicht passt. Allerdings ist in der allgemeinen Grundrechtsdogmatik auch die Funktion der Grundrechte als Schutzpflichten des Staates herausgearbeitet worden. Dieser Gedanke ist auch im Bereich des Religionsverfassungsrechts in jüngerer Zeit aktiviert worden. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich in seinem Urteil zu den Ladenöffnungszeiten in Berlin darauf hingewiesen, dass der unmittelbar durch die Verfassung angeordnete Schutz der Sonn- und Feiertage, Artikel 139 der Weimarer Reichsverfassung, als Ausdruck einer staatlichen Pflicht zum Schutz der Religionsausübung verstanden werden kann. Damit hat es auch dieses Element des Staatskirchenrechts, Sonn- und Feiertagsschutz, in eine enge Beziehung zur Religionsfreiheit gestellt und damit seinen Ausgangspunkt, dass das Staatskirchenrecht als Konkretisierung gerade der Religionsfreiheit zu verstehen ist, bestätigt. Für das Staatskirchenrecht oder Religionsverfassungsrecht besonders bedeutsam ist, dass die Religionsfreiheit nicht nur die individuelle, sondern auch die kollektive Religionsausübung schützt. Darüber hinaus sind auch religiöse und weltanschauliche Vereinigungen selbst Träger der Religionsfreiheit, wie übrigens alle anderen Vereinigungen auch. Auch die Friedrich-Naumann-Stiftung besitzt Religionsfreiheit, darf nicht religiös in Anspruch genommen werden vom Staat.
Für die Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften wird die Religionsfreiheit durch das Recht der Selbstbestimmung über die eigenen Angelegenheiten in den Schranken der für alle geltenden Gesetze, Artikel 137 Absatz 3 der Weimarer Reichsverfassung, ergänzt. Mit dieser ausdrücklichen Regelung zum Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften haben Grundgesetz und Weimarer Reichsverfassung explizit hervorgehoben, was in anderen Zusammenhängen erst durch die Gerichte aus der Religionsfreiheit entwickelt worden ist und entwickelt werden musste. Aus Artikel 9 der Europäischen Menschenrechtskonvention etwa hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte nach anfänglich zögernder Haltung ausdrücklich auch ein Recht der Religionsgemeinschaften selbst auf Autonomie bzw. Selbstbestimmung abgeleitet. 70 Jahre vorher war die Weimarer Reichsverfassung auch schon so weit. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat dabei ausgeführt, dass die individuelle Religionsfreiheit die Erwartung beinhalte, dass der Einzelne seine Religion auch gemeinschaftlich mit anderen und auch in organisierter Form ausüben könne und dass damit auch den Organisationen selbst Religionsfreiheit und Selbstbestimmung zukomme. Hieran wird deutlich, das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften ist eine Verlängerung der Religionsfreiheit. Auch die Grundrechte sind nicht schrankenlos, wie wir alle wissen. Ein Gesetzesvorbehalt enthält Artikel 4 Grundgesetz allerdings nicht. Eingriffe in die Religionsfreiheit sind daher nur zugunsten solcher Rechtsgüter zulässig, die selbst durch die Verfassung geschützt sind. Dazu gehören Leben, Gesundheit, Freiheit und Eigentum und andere Grundrechte anderer, aber auch grundlegende sonstige Verfassungsgüter wie Rechtsstaatsprinzip, staatliche Demokratie und so weiter. Rechtsstaatsprinzip und Demokratie sind Grundsätze, die auf den Staat bezogen sind, verpflichten nicht die Religionsgemeinschaften zur eigenen inneren Ordnung. Im Interesse der staatlichen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit kann der Gesetzgebung der Religionsausübung Einzelner, aber auch von Religionsgemeinschaften Grenzen ziehen und dem Spannungsverhältnis, das zwischen Religionsfreiheit einerseits und den Rechten anderer oder grundlegenden sonstigen Verfassungsgütern andererseits entstehen kann, Rechnung tragen. Bei der Festlegung dieser Grenzen der Religionsausübung durch den Gesetzgeber sind Bewertungen unvermeidlich, muss zwischen der Religionsfreiheit und dem jeweils zulasten der Religionsfreiheit zu schützenden Rechtsgut abgewogen werden. Dabei wird es notwendigerweise immer zu Meinungsverschiedenheiten kommen. Die Diskussion über die rituelle Beschneidung ist dafür ebenso ein Beispiel wie das kirchliche Arbeitsrecht, bei dem es ja unter anderem auch um die Frage geht, inwieweit eine Religionsgemeinschaft und ihre Einrichtungen die Freiheit haben, ihre religiöse Orientierung auch von den Mitarbeitern zu verlangen und dem andererseits das Interesse der Arbeitnehmer zu würdigen, ist von derlei Anforderungen verschont zu bleiben. Die Religionsfreiheit wird durch das Verbot der Ungleichbehandlung aus religiösen Gründen ergänzt. Ohne Gleichheit wäre die Religionsfreiheit unvollkommen. Die Gleichheit verhindert, dass über die bloße Abwehr staatlicher Eingriffe hinaus eine religiöse Orientierung gegenüber einer anderen oder gegenüber der Nicht-Religiosität durch den Staat privilegiert bzw. diskriminiert wird. Die religiöse Gleichheit ist geltendes Verfassungsrecht. Sie erstreckt sich auf alle Religionen und Religionsgemeinschaften, nicht nur die Großkirchen oder nicht nur in Deutschland seit langem etablierte Gemeinschaften. Sie gilt auch für den Islam und islamische Gemeinschaften. Allerdings untersagt das Verbot der Diskriminierung wegen des Glaubens nicht schlechthin jede Ungleichbehandlung verschiedener Religionsgemeinschaften bzw. deren Anhänger. Ausgeschlossen sind nur solche Regelungen, die gerade aufgrund religiöser Kriterien bevorzugen bzw. benachteiligen. Dem Staat ist es nicht verwehrt, Unterschiede anderer Art zu berücksichtigen, soziale Bedeutung, wo sie eine Rolle spielen kann, oder den Umfang des Engagements der jeweiligen Religionsgemeinschaft. Es widerspricht auch nicht dem Gleichheitsgebot, wenn der Staat den Religionsgemeinschaften bestimmte Gestaltungsmöglichkeiten anbietet, von denen sie Gebrauch machen können, aber nicht müssen. Das gilt für die Möglichkeit, die Rechtsstellung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts erlangen zu können. Die Voraussetzungen dafür müssen für alle gleich sein. Wenn aber eine Religionsgemeinschaft davon nicht Gebrauch machen will, verstößt es nicht gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung, wenn sie von den damit verbundenen Möglichkeiten keinen Gebrauch machen kann. Was bedeutet vor diesem Hintergrund
der Satz, es besteht keine Staatskirche. Er bedeutet insbesondere, dass institutionelle Verbindungen von Staat und Kirche nicht erlaubt sind. Ein Organ des Staates darf nicht über Angelegenheiten der Kirchen entscheiden, umgekehrt ein Organ der Kirche nicht über Angelegenheiten des Staates. Der Begriff der Trennung lädt in diesem Zusammenhang aber zu Missverständnissen ein. Trennung bedeutet die Unabhängigkeit der jeweiligen Organisation voneinander, nicht aber Ausschluss jedweden Kontaktes. Trennung von Staat und Kirche beinhaltet nicht, dass die Kirche von der öffentlichen Diskussion ausgeschlossen ist. Wie jeder Bürger und jede Vereinigung dürfen die Religionsgemeinschaften ihre religiösen, aber auch ihre politischen Standpunkte äußern, Bildungsangebote machen etc. Die besondere Behandlung der Religionsgemeinschaften im deutschen Staatskirchenrecht hat mit einer institutionellen Verbindung von Trennung von Staat und Religionsgemeinschaften wenig zu tun, wie ich im Folgenden anhand der genannten Einzelthemen verdeutlichen möchte. Zunächst zum Religionsunterricht, der, wie wir alle wissen, an allen öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach ist und in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt wird. Die Garantie des Religionsunterrichts dient dazu, im weitgehend verstaatlichten Schulwesen religiöse Unterweisung über die bloß religionskundliche Information hinaus zu ermöglichen. Das ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil die Schüler zu einem auch in religiöser Hinsicht eigenverantworteten und eigengestalteten Leben in der Gesellschaft befähigt werden sollen. Der Staat nimmt einen eigenen Erziehungsauftrag neben den Eltern wahr. Würde die religiöse Dimension hier ausgeklammert, bedeutete diese Abwertung als private Marginalie eine Stellungnahme des Staates gegen die Religion. Ja, ein Aspekt, den viele für die Erziehung für wichtig halten, aus der Schule ausblendet, gleichzeitig einen eigenen Erziehungsauftrag auch zur Werteerziehung in Anspruch nimmt. Da der religiös neutrale Staat aber selbst religiöse Inhalte nicht mit dem Anspruch auf Verbindlichkeit vermitteln und dazu keine Stellung nehmen darf, muss die inhaltliche Verantwortung, soweit es um religiöse Aussagen geht, für den Religionsunterricht bei den betreffenden Religionsgemeinschaften liegen. Deshalb wird er in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaft, nicht des Staates, erteilt. Diesen wird dadurch auch eine Möglichkeit eingeräumt, sagen, ihren eigenen Verkündigungsinteressen gegenüber den Schülern nachzukommen. Der Religionsunterricht dient sowohl der Religionsfreiheit der Schüler als auch dem religiösen Erziehungsrecht der Eltern und dem religiösen Verkündigungsrecht der Religionsgemeinschaften. Der negativen Religionsfreiheit anderer ist durch das Recht der Erziehungsberechtigten zur Abmeldung vom Religionsunterricht Rechnung getragen, Artikel 7 Absatz 2. Die Erteilung des konfessionellen Religionsunterrichts ist keinesfalls Privileg der Großkirchen und auch unabhängig vom Status der Kirchen als Körperschaften des öffentlichen Rechts. Voraussetzung ist nur, dass die jeweils durch die Landesgesetzgebung für ein ordentliches Unterrichtsfach festgelegte Mindestschülerzahl erreicht wird. Zudem muss ein zur verbindlichen inhaltlichen Festlegung der Unterrichtsinhalte in religiöser Hinsicht gegenüber dem Staat legitimiertes Organ der entsprechenden Religionsgemeinschaft vorhanden sein. Daran ist bisher die Einrichtung eines islamischen Religionsunterrichts gescheitert. Wir sind aber, wie Sie vielleicht gehört haben, auf dem Weg, in einigen Bundesländern einen solchen Religionsunterricht einzurichten, nachdem die Muslime zum Teil mit sozusagen staatlicher Intendanturhilfe sich in die Lage versetzt sehen, eigene religiöse Organisationsformen für so etwas zu bilden. Es gibt übrigens, was vielleicht nicht allgemein bekannt ist, neben evangelischem und katholischem Religionsunterricht in den verschiedenen Bundesländern unterschiedlichem Ausmaße, jüdischen Religionsunterricht, orthodoxen Religionsunterricht oder alevitischen Religionsunterricht, der schon seit einiger Zeit erteilt wird. Die Rechtslage der theologischen Fakultäten an staatlichen Universitäten, an denen auch der theologische Nachwuchs der Kirchen ausgebildet wird, wie bei der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät auch der Manager-Nachwuchs von Siemens ausgebildet wird. Also diese theologischen Fakultäten sind im Grundgesetz nicht speziell geregelt. Dessen ungeachtet ist unbestritten, weitgehend unbestritten,
dass die Länder an ihren Universitäten konfessionsgebundene theologische Fakultäten und andere Hochschuleinrichtungen betreiben dürfen. Das hat das Bundesverfassungsgericht in der Lüdemann-Entscheidung erst vor einigen Jahren betont. Dabei bestehen Mitwirkungsrechte der Kirchen, insbesondere bei der Ernennung der Professoren. Dies beruht darauf, dass der weltanschaulich neutrale Staat nicht bestimmen kann, wer in der Lage ist, die Lehre der jeweiligen Religionsgemeinschaft bekenntnistreu wiederzugeben. Soll der Staat eine, sagen wir mal, katholische Reformfakultät mit Drewermann und Naumann und sonstigen schaffen können und dann behaupten, das ist katholische Theologie, was dort betrieben wird? So etwas zu bestimmen, was katholische, was evangelische Theologie ist, kann nicht der Staat, sondern das können nur die Religionsgemeinschaften selbst. Insofern hat das Bundesverfassungsgericht völlig konsequent gesagt, dass Mitwirkungsrechte der Religionsgemeinschaften notwendige Folge der Entscheidung des Staates sind, an seinen Universitäten Theologie als bekenntnisgebundene Glaubenswissenschaft, als evangelische oder katholische Theologie zu lehren. Dementsprechend enthalten die Konkordate und Kirchenverträge Bestimmungen dahingehend, dass der Staat niemanden zum Professor ernennt, gegen den kirchlicherseits in Bezug auf Lehre und Bekenntnis Bedenken bestehen. Das gilt für die theologischen Fakultäten. Die Konkordatsprofessuren, die umstritten sind bzw. in Zukunft waren, sind von dieser Rechtslage nicht umfasst. Der gilt etwas anderes. Die Kirchen haben auch das Recht, die kirchliche Lehrbefugnis nachträglich zu entziehen, wenn die Lehre des Betreffenden nicht mehr mit ihren Grundsätzen übereinstimmt. Die Argumentation ist ganz ähnlich wie die genannte. Der Betreffende, dessen Lehrbefugnis nachträglich entzogen wird, ist als Staatsbeamter unkündbar und kann seine abweichende Lehre weiter vertreten. Seine Wissenschaftsfreiheit ist damit Genüge getan, er ist aber aus der theologischen Fakultät zu entfernen. Dieses System ist eigentlich keine Verklammerung von Staat und Kirche, sondern dient der Abschichtung der Entscheidungskompetenzen in einem sozusagen bekenntnisgebundenen Bereich. Der Staat nimmt gerade nicht in Anspruch, selbst entscheiden zu können, dass dieses oder jenes richtige katholische oder evangelische Lehre ist, sondern überlässt es das den Religionsgemeinschaften. Insofern haben wir es eher mit einer Konsequenz aus dem Trennungsgrundsatz zu tun, als mit einer Verklammerung von Staat und Kirche. Nun zum Status der Körperschaft des öffentlichen Rechts. Neben dem üblichen Vereins- und Gesellschaftsrecht stellt das Grundgesetz den Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften und nur diesen die Rechtsform der Körperschaft des öffentlichen Rechts zur Verfügung. Das gilt auch für die Weltanschauungsgemeinschaften. In Bayern gibt es auch zwei Weltanschauungsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind. Damit wird es den Religionsgemeinschaften ermöglicht, bestimmte Gestaltungsmöglichkeiten des öffentlichen Rechts zu verwenden, die mit ihrem Selbstverständnis besser zu vereinbaren sind als die Formen des allgemeinen bürgerlichen Rechtsverkehrs. So gleicht das Verhältnis des Pfarrers zur evangelischen Kirche dem eines Beamten zum Staat weit mehr als dem eines Arbeiters oder Angestellten zum privaten Arbeitgeber. Der Rechtsstatus der Körperschaft des öffentlichen Rechts ist daher nicht als ungerechtfertigtes Privileg zu begreifen, sondern als Mittel zur Entfaltung der Religionsfreiheit. Das hat das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich so formuliert. Der Begriff der Körperschaft des öffentlichen Rechts kann allerdings zu dem Missverständnis Anlass geben, dass die entsprechenden Kirchen und Religionsgemeinschaften in besonders enger Verbindung mit dem Staat stünden oder gar organisatorisch mit ihm verknüpft seien. Das wäre allerdings in der Tat mit dem Verbot der Staatskirche nicht vereinbar. Deshalb ist der Begriff der Körperschaft des öffentlichen Rechts in Bezug auf die Religionsgemeinschaften ganz anders zu verstehen, als wir ihn sonst verstehen. Im normalen Sprachgebrauch sind Körperschaften des öffentlichen Rechts Vereinigungen, die unter Staatsaufsicht Staatsaufgaben wahrnehmen. Das gilt für Religionsgemeinschaften gerade nicht. Sie stehen weder unter staatlicher Aufsicht noch nehmen, also besondere Aufsicht, noch nehmen sie Staatsaufgaben wahr. Im Bereich der Religionsgemeinschaften ist der rätselhafte Ehrentitel Körperschaft des öffentlichen Rechts, hat ein Vorvater des Staatskirchenrechts das mal genannt, also in diesem Bereich ist das eine Sammelbezeichnung für einzelne Befugnisse, die sonst nur
Körperschaften des öffentlichen Rechts im allgemeinen Sinn zustehen, nämlich das Recht, Beamtenverhältnisse zu unterhalten, bestimmte Dinge zum gottesdienstlichen Gebrauch zu widmen und daher dem bürgerlichen Rechtsverkehr sozusagen Beschränkungen aufzuerlegen. Beim Verkauf, ne, wenn Sie einen Abendmahlskelch kaufen, müssen Sie dulden, dass der weiterhin für gottesdienstliche Zwecke genutzt wird. Und die Erhebung der Kirchensteuer, die gesondert genannt wird in Artikel 137 Absatz 6 der Weimarer Reichsverfassung. Der Körperschaftsstatus führt, um das zu wiederholen, nicht zu einer Verbindung von Staat und Kirche. Er ist auch nicht Privileg der Großkirchen, sondern steht jeder Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften offen, wenn sie durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bietet. Dementsprechend besitzt eine große Zahl von Religionsgemeinschaften, auch recht kleine, den Körperschaftsstatus. Das Bundesverwaltungsgericht hatte in einem Verfahren über den Körperschaftsstatus der Zeugen Jehovas verlangt, dass eine Religionsgemeinschaft für den Körperschaftsstatus die für eine Zusammenarbeit unerlässliche Loyalität gegenüber dem demokratischen Staat besitzt. Und das Bundesverwaltungsgericht hatte diese Loyalität nicht gegeben gesehen, weil die Zeugen Jehovas ihre Mitglieder an staatlichen Wahlen abgehalten haben. Das Bundesverfassungsgericht ist der Argumentation des Bundesverwaltungsgerichts entgegengetreten und hat gesagt, dass besondere Staatsloyalität nicht Voraussetzung des Körperschaftsstatus ist, weil der Körperschaftsstatus gerade nicht zu einer Verbindung besonderer Nähe von Staat und Kirche führe. Es hat aber verlangt, dass das Verhalten der betreffenden Religionsgemeinschaften im Allgemeinen rechtstreu ist und dass fundamentale Verfassungsprinzipien, die Grundrechte Dritter sowie die Grundprinzipien des freiheitlichen Religions- und Staatskirchenrechts nicht gefährdet werden. Nun zur Finanzierung der Religionsgemeinschaften, insbesondere zur Kirchensteuer und den Staatsleistungen. Die Kirchensteuer ist nichts anderes als eine besondere Form der Erhebung von Mitgliedsbeiträgen. Die Voraussetzungen für den Erwerb des Rechts, Kirchensteuern zu erheben, sind rein formaler Natur. Das sind die Voraussetzungen des Körperschaftsstatus, ich hatte sie bereits genannt. Die Kritik, dass die Möglichkeit staatlichen Zwangs bei der Beitreibung der Kirchensteuer Zeichen mangelnder Trennung von Staat und Kirche sei, geht an der Sache vorbei. Jeder Mitgliedsbeitrag jeder Vereinigung kann bei unberechtigter Weigerung des Mitglieds mithilfe staatlichen Zwangs beigetrieben werden. Der Verein kann vor den ordentlichen Gerichten ein Urteil erwirken auf Zahlung des Mitgliedsbeitrags und dieses Urteil ist durch den staatlichen Gerichtsvollzieher vollstreckbar. Die Besonderheit des Mitgliedsbeitrags in Form der Kirchensteuer besteht darin, dass der Betrag auch ohne vorherige Anrufung des Gerichts beigetrieben werden kann. Allerdings ist dadurch selbstverständlich Rechtsschutz nicht ausgeschlossen. Allerdings muss in diesem Fall das Kirchenmitglied sagen, um Rechtsschutz nachzusuchen. Da wird also die Rechtsverfolgungslast umgedreht bei der Kirchensteuer gegenüber den normalen Mitgliedsbeiträgen. Die zweite Besonderheit des derzeitigen Kirchensteuersystems liegt darin, dass die Kirchensteuer, soweit sie wie ganz überwiegend als fester Prozentsatz der Lohn- und Einkommensteuer erhoben wird, in der Regel durch den Arbeitgeber vom Lohn bzw. Gehalt des Arbeitnehmers abgezogen und dann über die staatlichen Finanzämter an die Kirchen weitergeleitet werden. Dieser Unterschied zu den normalen Vereinsbeiträgen, diese Unterschiede haben erhebliche Bedeutung für die Kirchenfinanzierung, indem sie einen stetigen und verlässlichen Zufluss finanzieller Mittel sichern. Einen Eingriff in die Religionsfreiheit enthält die Kirchensteuer insoweit nicht. Jedermann kann sich ihr durch Austritt aus seiner Religionsgemeinschaft entziehen. Dementsprechend ist der Austritt aus den Religionsgemeinschaften auch üblicherweise in den Kirchensteuergesetzen geregelt, was an sich als Regelungsstandort ein bisschen überraschend ist, aber sich aus diesem Zusammenhang erklärt. Die Kirchensteuer darf als besondere Form eines Mitgliedsbeitrags nicht von Nichtmitgliedern erhoben werden, selbstverständlich nicht. Das gebietet der Religionsfreiheit der Nichtmitglieder. In anderen Ländern ist das anders. In der Schweiz gibt es Körperschaftssteuern als Kirchensteuern.
Niemand, der nicht Mitglied der entsprechenden Kirche ist, wird zu Kirchensteuern herangezogen. Die Verwirklichung dieses Grundsatzes wirft in der komplizierten Steuerordnung der Bundesrepublik erhebliche Schwierigkeiten auf in Einzelfragen, etwa bei der Besteuerung von Ehegatten oder dann, wenn der Staat zu Pauschalierungen greift. Diese Rechtsprobleme sind an sich nicht im Grundsatz der Kirchensteuer begründet, sondern in der komplizierten Steuerrechtsordnung der Bundesrepublik. Probleme, die daraus erwachsen hat, die Rechtsprechung, die Gesetzgebung, die Verwaltung versucht zu lösen und im Wesentlichen gelöst im Sinne der Religionsfreiheit. In Artikel 137 Absatz 6 der Weimarer Reichsverfassung wird den Religionsgemeinschaften lediglich das Recht garantiert, aufgrund der bürgerlichen Steuerlisten Steuern zu erheben. Darüber geht das geltende System des Kirchensteuerabzugs von Lohn und die Verwaltung der Kirchensteuer durch die staatlichen Finanzämter hinaus. Das ist insofern über das Verfassungsrecht hinaus. Das stellt allerdings eine erhebliche und sinnvolle Vereinfachung des Verfahrens dar. Zum einen existieren nämlich die bürgerlichen Steuerlisten nicht, die müsste man für die Kirchen anlegen. Und zum Zweiten lässt sich der Staat seine Dienste bei Einzug und Verwaltung der Kirchensteuer mit einem bestimmten Prozentsatz des Kirchensteueraufkommens bezahlen. Zum Dritten erspart diese Form der Kirchensteuerverwaltung den Kirchen den Aufbau einer eigenen Steuerverwaltung, den haben sie nur in Bayern zum Teil, die ihrerseits einen erheblichen Teil der Einnahmen kosten würde. Die derzeitige Form der Kirchensteuererhebung sichert mit einem Minimum an Aufwand ein Maximum an Ertrag, ohne dass dadurch irgendjemandes Religionsfreiheit eingeschränkt oder sonstige Grundrechte oder Verfassungsprinzipien verletzt würden. Neben der Kirchensteuer als Eigenbeitrag der Mitglieder sind keine staatlichen Leistungen, sondern Eigenbeträge der Mitglieder, sind die unmittelbaren staatlichen Zuwendungen an die Kirchen von geringerer Bedeutung, obwohl dennoch ein stattlicher Betrag, etwa 480 Millionen Euro im Jahr. Für die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen sieht Artikel 138 Absatz 2 der Weimarer Reichsverfassung bereits seit 1919 eine Ablösung vor. Diesen Auftrag hat der Staat bis heute nicht erfüllt, sodass diese Leistungen weiter zu entrichten sind. Diese Leistungen selbst sind sozusagen Abwicklungsgut früherer Säkularisationsvorgänge. Unterschiedlicher, nicht nur 1803 oder sowas, sondern eine ganze Reihe von Säkularisationsvorgängen stecken hinter den Staatsleistungen. Es wäre wünschenswert, dass von dem Ablösungsauftrag nicht nur Gebrauch gemacht wird, sondern dass dieser erfüllt würde. Ist aber bisher nicht angegriffen worden. Andererseits kann man sich fragen, ob damit viel gewonnen ist. Für die Finanzer ist es bequemer, einen jährlichen Betrag zu zahlen, als sozusagen das in einer Summe aufzubringen. Und das wird dann auch hinter der bisherigen, sagen, den Unwillen stehen, diesen Auftrag in Angriff zu nehmen. Mit Religionsfreiheit oder dergleichen haben Staatsleistungen nichts zu tun. Das sind sozusagen historische Abwicklungsvorgänge. Ich übergehe mal im Interesse der Zeit die Anstalts- und Militärseelsorge, da können wir zur Not in der Diskussion drauf gehen, und die Konkordate und Staatskirchenverträge, zu denen nur so viel, dass Verträge geschlossen werden zwischen Staat und anderen Gemeinschaften, ist nicht Zeichen einer mangelnden Trennung, sondern umgekehrt, die Trennung ist Voraussetzung dafür, dass Verträge geschlossen werden. Das können Sie bei den Verträgen mit der evangelischen Kirche besonders deutlich sehen. Solche Verträge gibt es in größerem Maße erst seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, nachdem Staat und Kirche getrennt waren. Vorher brauchte man keine Verträge, denn dann hätte beispielsweise der König von Bayern als Staatsoberhaupt mit sich selbst als oberster Bischof der evangelischen Kirche einen Vertrag geschlossen, was einigermaßen sinnlos gewesen wäre. Daher ist es leicht historisch erklärbar, dass es keine Staatskirchenverträge vor den 20er Jahren mit den evangelischen Kirchen gegeben hat. Sie sind Ergebnis der Trennung und stellen sie nicht in Frage. Insgesamt erweisen sich bei näherem Hinsehen die im Hinblick auf die Trennung von Staat und Kirche prima vista verdächtigen Merkmale des deutschen Staatskirchenrechts als Lösungen, die dem Ausgleich der Interessen der Beteiligten Staat, Religionsgemeinschaften und Bürger dienen
und dabei insbesondere die Religionsfreiheit im Einzelnen konkretisieren und entfalten. Das bedeutet natürlich nicht, dass diese Lösungen in jede Rechtsordnung übertragen werden können und überall in gleicher Weise als Vorbild gelten können. Der Körperschaftsstatus etwa ist eine deutsche Spezialität. Das können Sie ganz schwer auch in andere Sprachen übersetzen. Wenn ich mal mit ausländischen Kollegen in Kontakt komme, es hat noch niemand eine vernünftige englische Übersetzung für Körperschaft des öffentlichen Rechts gefunden. Es ist sozusagen überkommenes Rechtserbe, was nicht heißt, dass man es nicht machen kann. Andere haben andere überkommene Rechtserben, zum Beispiel die Ernennung der Bischöfe auf Vorschlag des britischen Premierministers, Bischöfe der anglikanischen Kirche, durch die britische Königin. Etwas, was uns heutzutage fremd vorkommt, ebenso wie der Körperschaftsstatus den Engländern schwer erklärbar ist. Also, die deutschen Lösungen können nicht in jede Rechtsordnung übertragen werden und überall in gleicher Weise als Vorbild gelten. Deshalb hat das Bundesverfassungsgericht auch das Religionsverfassungsrecht als Materie bezeichnet, die sozusagen als nationales Erbe änderungsfest gegenüber Anfechtung der Europäischen Union sein müssen. Die soziologischen und historischen Voraussetzungen sind in den unterschiedlichen Ländern verschieden. Für Deutschland hat sich die Zuordnung von Staat und Kirche mit den Grundsätzen der Religionsfreiheit und der Trennung von Staat und Kirche als sinnvolle Lösung der auftretenden Fragen und Konflikte erwiesen. Das, was als Verbindung von Staat und Kirche erscheint, erweist sich bei näherem Hinsehen als vernünftiger Weg zur Entfaltung der Religionsfreiheit bei gleichzeitiger Sicherung der Rechte anderer und staatlicher Interessen. Die Trennung von Staat und Kirche in der Wurzel, das heißt insbesondere die institutionelle Trennung von Staat und Kirche dergestalt, dass kein staatliches Organ die Angelegenheiten der Kirche bestimmt und umgekehrt kein kirchliches Organ staatliche Funktionen wahrnimmt. Diese institutionelle Trennung ist in Deutschland verwirklicht. Die Rechtsordnung der Bundesrepublik leidet insofern an keinem grundlegenden Trennungsdefizit. Ich danke Ihnen. Ja, herzlichen Dank, Herr Professor de Wall. Vielleicht, Sie haben es eben schon angedeutet, gibt es noch ein, zwei Dinge, zu denen ich Sie ein bisschen grillen kann. Wenn Sie sich dann hier einfach, dass wir uns hier vielleicht zusammensetzen kurz, dann können wir die Dinge noch besprechen. Sie haben hier das Mikrofon. Ich hoffe, es ist, wenn Sie mal probieren. Ja, wunderbar. Ja, Sie haben zum Schluss ja ein bisschen die Bilanz gezogen, keine strikte Trennung. Ich habe mir die Dinge auch mal angeschaut und habe immer noch im Hinterkopf den ehemaligen Verfassungsrichter Wolfgang Böckenförde, von mir sehr geschätzt, der ja mal gesagt hat, es gibt eigentlich gar keine strenge Trennung zwischen Staat und Kirche, sondern man müsse da von einer balancierten Trennung sprechen. Könnten Sie sich sozusagen dieser Sichtweise anpassen? Sie haben ja in verschiedenen Dingen durchaus erzählt, aus welchen Gründen man diese strengen Trennungen nicht vornimmt. Der Wunsch aber mancher ist einfach zu sagen, da ist der Staat und da sind die Religionen. Geht das überhaupt noch, geht das im Hinblick darauf auch noch, was Sie auch so ein bisschen zur Seite geschoben haben, aber häufig zu wenig erwähnt wird, dass einfach den Religionsgemeinschaften, den Kirchen, gut, sind ein paar hundert Jahre schon her, aber einfach was geklaut worden ist, aus dem sie seinerzeit sich finanziert haben. Und jetzt auf einmal, nach ein paar hundert Jahren, kommt der Staat und sagt, ja, jetzt ist eigentlich zu viel, jetzt wollen wir auch nicht mehr zahlen, das müssen wir so langsam ablösen. Ist das nicht ein bisschen, ich darf es mal etwas salopp formulieren, hinterfotzig, auf die Art und Weise Trennung von Kirche und Staat zu fordern? Ja, also das Problem bei dem Begriff der Trennung ist, dass jeder was anderes damit verbindet und sagen, unterschiedliche Vorstellungen bestehen, was Trennung ist und was Verbindung bedeutet oder was der Trennung zuwiderläuft. Ich meine, man sollte den Begriff der Trennung von Staat und Kirche beziehen auf institutionelle Verbindungen, organisatorische Verknüpfungen und sagen, der Trennung von Staat und Kirche sicher zuwiderlaufen, wenn ein Organ des Staates Entscheidungsbefugnisse für kirchliche Angelegenheiten in Anspruch nimmt oder wenn umgekehrt ein kirchliches Organ staatliche Entscheidungsbefugnisse
beansprucht. Das ist Trennung von Staat und Kirche, wäre mangelnde Trennung von Staat und Kirche. Umgekehrt ist Trennung von Staat und Kirche durchgeführt, wenn es keine solchen organisatorischen Verknüpfungen gibt. Was darüber hinausgeht, würde ich aus dem Begriff der Trennung des Staat und Kirche, von Staat und Kirche möglichst ausblenden. Denn dass Religionsgemeinschaften, die einen erheblichen Teil der Bevölkerung repräsentieren und Staat gemeinsame Interessen haben, gemeinsame Interessenbereiche oder widerlaufende Interessen haben, dass sie miteinander in Kontakt treten, dass das Bedürfnis nach sozusagen Abgrenzung staatlicher und kirchlicher Sphären, nach Berücksichtigung staatlicher Interessen aufwirft, das ist unvermeidlich. Auch vermeintlich klare säkulare Staaten, die eine vermeintlich klare Trennung von Staat und Kirche haben, kennen solche Fragen. Nehmen Sie die USA. Es gibt Militärseelsorge in der USA. Natürlich gibt es Militärseelsorge in den USA. Anders als in der Bundesrepublik gibt es auch einen Prediger für den Kongress. Gleichwohl wird die Trennung von Staat und Kirche hochgehalten. Also es gibt notwendigerweise Berührungspunkte zwischen Staat und Religionsgemeinschaften. Ob man die Art und Weise, die diese notwendigen Berührungspunkte abzuschichten, ob man das balancierte Trennung oder hinkende Trennung oder sowas nennen will, das sei in das Belieben eines jeden gestellt. Ich selbst würde dazu tendieren, hier den Begriff der Trennung herauszuhalten und sagen, es ist ein vernünftiger Interessenausgleich zwischen Religionsgemeinschaften, Staat und Bürgern oder ein weniger vernünftiger. Ich halte den in der Bundesrepublik im Großen und Ganzen für ganz vernünftig, wobei man über Einzelheiten immer streiten kann. Die Konkordatsprofessuren sind ein Beispiel dafür, also Professuren an nicht-theologischen Fakultäten, bei denen Einwirkungsrecht der Kirchen bestehen. Lassen Sie uns noch zwei Streitpunkte kurz streifen, die wichtig sind, die auch immer wieder diskutiert werden. Das Steuerrecht, das haben Sie ja angesprochen. Mhm. Immer wieder ein Punkt, bei dem die einen sagen, da müssen wir wirklich strikt trennen. Es gibt einen führenden Grünen, der es vor kurzem gesagt hat, es gebe keine Rechtfertigung dafür, dass der Staat unter Berufung auf einen Vertrag mit dem Vatikan von 1817 Gehälter und Renten von Bischöfen und anderen Geistlichen zahlen sollte. Mhm. Lässt sich das überhaupt ermöglichen, auf der Grundlage der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass der Staat die Steuern, die Erhebung der Kirchensteuern, ändern kann? Kann er sie aufheben? Könnte er sie ganz streichen? Wäre das also machbar? Kann er das bestehende Steuerrecht ändern? Also nach der bestehenden Verfassung, wenn das der Maßstab des Verfassungsgerichts ist, was wir mal hoffen, kann das Recht der Kirchen, Steuern zu erheben, nicht beseitigt werden. Das setzt eine Verfassungsänderung voraus. Man kann natürlich die Verfassung ändern. Man wird auch nicht behaupten können, dass das Recht, Kirchensteuern zu erheben, zum Menschenwürdeminimum des Grundgesetzes gehört. Sicher nicht. Natürlich kann man das ändern. Ob man das ändern sollte, ist eine andere, eine politische Frage, über die man diskutieren kann. Also das ist das eine. Die aktuelle Form des Kirchensteuereinzugs unter Einbeziehung der Arbeitgeber und mit Verwaltung der staatlichen Finanzämter ist als solche nicht verfassungsrechtlich geschützt. Das kann der Gesetzgeber ändern. Auf andere Frage ist, ob er es tun sollte. Ja. Zu den Staatsleistungen gilt was anderes. Zum einen muss man sagen, die Rechtsgrundlagen dafür sind nicht 1803 oder 1817 oder was auch immer, sondern sind seitdem immer wieder angepasst und neu vereinbart worden. Der einzige Fall, dass der Staat unmittelbar an die Bischöfe Gehälter zahlt, ist in Bayern. Da wird gerade darüber verhandelt, dass man das ablöst, dass man das ändert. Dass man hier im Sinne einer Pauschalzahlung oder sowas solche Leistungen. Ja, es war vielleicht ein bisschen. Also sonst zahlt der Staat keine Gehälter an die Bischöfe, sondern pauschale Zuwendungen an die Kirchen auf der Grundlage alter Staatsleistungen, wozu er wiederum durch die Verfassung verpflichtet ist, die sagt, die Leistungen des Staates werden durch die Landesgesetzgebung abgelöst. Und Ablösung bedeutet nicht Einstellung der Zahlung. Ja.
das war vielleicht ein bisschen fies von mir, ich wollte eigentlich, und Sie haben das ja ein bisschen bestätigt, auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hinaus, eine der ersten Entscheidungen, wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, man kann sie ändern, aber man kann sie nicht auflösen. Also das hat das Verfassungsgericht schon im 19. Band gesagt, also sehr früh eigentlich bestätigt, nicht, dass diese Möglichkeit nicht besteht. Vielleicht noch ganz kurz und dann gehe ich noch mal ins Publikum zu Ihnen. Sie hatten vorhin die Religionsgemeinschaften ja auch angesprochen. Da schlage ich einen Bogen zu einem in der FDP gut verankerten Fraktionsvorsitzenden, der es neulich gefordert hat, man soll den Religionsunterricht abschaffen, weil dazu sei der Staat auch nicht... Oder dazu müsste der Staat also nicht die Hand reichen, sondern der Staat sollte Ethikunterricht einführen. Das sei seine Aufgabe. Geht das eigentlich, die Forderung, Religionsunterricht abzuschaffen? Ich meine, die Forderung kann man aufstellen, aber wie sieht es damit verfassungsrechtlich und grundgesetzlich aus? Also verfassungsrechtlich geht es nicht. Denn Artikel 7 Absatz 3 sagt, der Religionsunterricht ist an allen öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Bekenntnisfreie Schulen sind der Ausnahmefall, der Regelfall ist die sogenannte Gemeinschaftsschule, ob sie christlich genannt wird oder auch nicht. Jedenfalls kann der Religionsunterricht nicht einfach abgeschafft werden. Ausnahme Berlin und Bremen, wo anderes gilt, Artikel 141 des Grundgesetzes. Das ist auch extrem, ja. Also insofern steht die Verfassungslage den Forderungen entgegen. Politisch sollte man sich fragen, ob es wirklich klug ist, den Religionsunterricht in einem Moment abzuschaffen, indem wir den Islam unter anderem dadurch integrieren, dass wir konfessionellen Religionsunterricht für ihn schaffen. Es wäre gerade so ein Affront gegenüber den Organisationsbemühungen und den Integrationsbemühungen des Islam, jetzt den konfessionellen Religionsunterricht, der gerade für Muslime eingeführt und für sie sagen, ein interessantes Angebot ist, in dem Moment abzuschaffen. Also ich halte das für nicht nur aus diesem Grund, aber unter anderem auch aus diesem Grund finde ich ausgegoben. Ja, klare Aussage, herzlichen Dank. Ich möchte noch kurz ins Publikum gehen, denn es sind ein paar, die gerne fragen wollten. Bitte Sie. Ja. Professor De Waal, gerade zu dem Thema, Sie hatten erwähnt, ich mach lauter bitte. Sie erwähnt, Sekunde, Sie kriegen ein Mikrofon. Ne, wir haben da. Herr Professor, Sie hatten erwähnt den Schutz, den staatlichen Schutz der Religionsausübung. Speziell mal jetzt nur mal an dem einen Beispiel deutlich gemacht, Islam. Wie wäre es, nehmen wir mal an, es stünde im Koran, dass eine der fünf Säulen ja die Gebetsausübung ist und das müsste nun also fünfmal am Tag zu bestimmten Zeiten stattfinden. Das steht aber gar nicht drin, sondern es steht drin, es ist fünfmal ein Gebet zu verrichten, aber da ist keine Uhrzeit angegeben. Man kann das also frei gestalten. Wie ist da unter dem Gesichtspunkt zu sehen, dass ein Schüler sein Recht einklagen kann, dass zu einer bestimmten Zeit in einer Schule ein Gebetsraum eingerichtet werden muss, um seine Religionsausübung zu einer bestimmten Zeit nachgehen zu können. Geht das so weit, dass wir das machen müssen oder kann man sagen, nein, du kannst doch auch zu einer anderen Zeit nach der Schule beten? Ja, also der Schüler hat in dem Fall ja letztlich keinen Erfolg gehabt. So ist das. Das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, der Schulfrieden, der im konkreten Fall wohl gefährdet wäre durch die Einrichtung der Gebetsmöglichkeit, ist ein Aspekt, der selbst verfassungsrechtlich geschützt ist und der Religionsausübungsfreiheit insofern entgegengehalten werden kann. Also insofern ist in der Rechtsprechung das, was Sie ansprechen, dahingehend sozusagen jetzt in allgemeinen Grundsätzen geregelt worden, dass gesagt wird, ja, es ist nicht ausgeschlossen, dass auch im Schulraum Gebetsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Allerdings kann der staatliche Erziehungsauftrag und als dessen Unterausprägung der Gedanke des Schulfriedens entgegengehalten werden, entgegenstehen.
Wir haben da ja einige Entscheidungen auf verwaltungsrechtlicher Ebene, ja, die also nicht nur die Gebete betreffen, zum Beispiel das Morgengebet in der Schule, das Baden, das Mitturnen. Also da sind inzwischen eine Menge von Entscheidungen ergangen, die auf das zurückzuführen sind, letztendlich, was Sie hier kurz skizziert haben. Vielleicht sagen, die Rechtsprechung zuckt ein bisschen zurück derzeit. Früher war die sehr religionsfreundlich, war sehr stark bereit, Ausnahmen zuzulassen. Inzwischen ist man das nicht mehr so, meines Erachtens auch zu Recht nicht mehr so. Ja, bitte. Sekunde, Sie kriegen Mikro. Ich sehe noch ein Problem in der Bewahrung des Trennungsprinzips, wenn die freie Religionsausübung des einzelnen Bürgers dann doch missbraucht wird, wenn Religionsgemeinschaften dann versuchen, politisch Einfluss zu nehmen und damit Ansprüche anzumelden und das immer und mit dem Mäntelchen der Integration. Ich muss gestehen, dass ich die Frage nicht ganz verstanden habe, weil mir kein Fall vor Augen steht. Also natürlich dürfen sich Religionsgemeinschaften politisch engagieren. Ne? Das ist gar nicht die Frage. Und nicht nur die freie Religionsausübung des Einzelnen. Auch Mitsprache anzustreben ist legitim für jeden. Ja? Insofern sehe ich jetzt kein Problem. Ich habe noch jetzt, wenn ich das richtig sehe, drei Wortmeldungen. Die würde ich noch gerne durchgehen, damit wir auch im Zeitplan bleiben. Wir nehmen Sie, dann Sie und dann drüben. Die Referenten fragen hier nicht. Wir haben. Die können das nachher in Ihrem Vortrag alles darlegen oder in Ihrer Diskussionsrunde. Bitte. Wir haben in Deutschland sehr viele Feiertage, die alle, fast alle, mit Ausnahme des 1. Mai und des 3. Oktober, religiösen Ursprungs sind. Nun haben wir inzwischen den Islam als dritte große Religionsgemeinschaft, wie immer Sie es bezeichnen wollen, etwa 5% könnte unter Umständen die Moslems, nicht die Islamisten, um Gottes Willen, könnten die unter Umständen daraus einen Anspruch ableiten, auch einen lohnfortzahlungsfreien Feiertag zu bekommen. In einem Leserbrief bei uns in Reutlingen wurde jetzt vor kurzem mal der Vorschlag gemacht, ob man den Pfingstmontag, von dem ohnehin die 80% nicht wissen, was Pfingsten überhaupt bedeutet, zugunsten eines beweglichen islamischen Feiertages aufgeben könnte. Ja, klar. Das ist eine Frage der politischen Durchsetzung. Selbstverständlich können einzelne christliche Feiertage aus dem Feiertagsschutz entlassen werden. Das haben wir schon erlebt beim Buß- und Bettag. Das ist möglich und es kann auch im politischen Raum die Meinung obwalten, dass man oder die Mehrheit finden, dass man einen islamischen Feiertag als Tag der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung schützen möchte. Einen rechtlichen Anspruch darauf geltend machen, nach Lage der Dinge nicht, nach Lage der Dinge derzeit nicht. Ja, aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz kann natürlich in Zukunft mal folgen, also wenn die Muslime genauso groß sind wie die Christen, die Prägung der Gesellschaft genauso ist, die Historie sich inzwischen gewandelt hat in 200 Jahren, ist denkbar, ja, dass man also dann auch einen Gleichheitssatz zaubern kann, aber derzeit nicht. Ich würde einfach ergänzen, wir müssen abwarten, wie in Zukunft die Senate des Verfassungsgerichts besetzt werden. Das ist sicher da auch könnte sich der dann Fall. Was so, ändern. Ja. Das Recht ist das, was die Verfassungsrechtler sagen. Verfassungsgericht sagen, was das der Recht Herr ist. Dort hinten. Wer formuliert den Inhalt des Religionsunterrichts an öffentlichen Schulen? Sie sagen nach den Grundsätzen. Was bedeutet das? Wird ein Text ganz ausformuliert oder werden nur bestimmte Kernsätze hervorgehoben? Und wer entscheidet letztlich in den Bundesländern über den Wortlaut der Bildungspläne, in denen das dann zur Wirkung kommt?
Also das Grundgesetz bestimmt, dass der Religionsunterricht nach den Grundsätzen der Religionsgemeinschaft zu erteilen ist. Gemeint sind die religiösen Grundsätze. In der Praxis wird das so, also unterschiedlich in Bundesländern, aber so, dass kirchliche und staatliche Vertreter in Lehrplankommissionen sitzen und der Lehrplan am Ende bei der jeweiligen Kirche nochmal eingereicht wird, zur Frage, ist das so in Ordnung, wobei das kein großes Problem ist, weil die entsprechenden Vertreter ja in den Lehrplankommissionen mitgesessen haben. So wird das so in unterschiedlicher Weise auch mit dem Islam passieren. Die letzte Frage würde ich gerne zulassen und dann vielleicht ganz kurz nur sagen, ich bitte einfach um Nachsicht, wenn der ein oder andere jetzt im Augenblick noch nicht zur Sprache kommt, wir haben ja heute Nachmittag noch eine große Diskussion, da werden wir also das Publikum oder möchte ich gerne Sie mit viel stärker einbeziehen, also da können Sie alle die Fragen, wenn Sie sie einfach notieren, nochmal wiederholen, denn da werden wir das ganze Spektrum dann nochmal beleuchten. Aber Sie jetzt bitte Ich habe eine ganz pragmatische Frage, also wie steht es mit der Freiheit von Pastoren oder Pastorinnen, Leuten, die aus welchen Gründen auch immer nicht mehr Mitglied sind, kirchlich zu bestatten oder ihre Kinder also zur Konfirmation zuzulassen und taufen zu lassen? Ist das dann Schwarzarbeit oder dürfen Sie das gar nicht machen? Also, ein Pfarrer, der als Amtsträger für die Kirche auftritt, hat sich natürlich bei der Bestattung nach den Grundsätzen der Kirche zu richten. Er ist ja nicht als Privatperson XYZ, sondern als Repräsentant, als Amtsträger der Kirche. Insofern gibt es Grundsätze für ein kirchliches Begräbnis, wann das gewährt werden kann oder nicht. Ich kann für die evangelische Kirche sagen, dass es für die Pfarrer genügend Spielräume gibt, auch aus der Kirche ausgetretenen eine kirchliche Bestattung zu gewähren. Also keine Schwarzarbeit, sondern alles im Rahmen der christlichen Nächstenliebe. In diesem Sinne herzlichen Dank, Herr Professor de Waal. So, hier ist das dann.